Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste, Herr Frau Drese, dass Sie der Überzeugung sind, dass das jetzt alles passiert, das kann ich nachvollziehen. Dass Sie daran glauben, das kann man gut finden. Aber Fakten sehen anders aus, würde ich mal sagen. Herr Koplin hat hier schon in der Einführung eine gute Stellungnahme abgegeben, in der er auch alle Oppositionstätigkeiten berücksichtigt hat in dem Fall. Gucken wir uns mal an, warum gibt es überhaupt jetzt ein Wohlfahrtsfördergesetz? Einige Verbände hatten es schon vor der Medienberichterstattung gefordert, nachdem bei der AWO Müritz quasi die ganzen Unstimmigkeiten aufgeploppt sind. Und danach kamen eben noch Unstimmigkeiten in Penzlin mit einem Pflegeheim, mit unserer jetzigen Integrationsbeauftragten Dagmar Kaselitz, wo das Ministerium selbst auch noch losgelegt hat und aktiv geworden ist. Wir haben Probleme mit dem Schullandheim in Zislow, das Landesgeld kassiert hat, das Schullandheim Zislow aber gar nicht betreibt in dem Maße. Und wir haben dort untätige Behörden, die das Geld nicht zurückfordern, wie sie es eigentlich müssen. Wir haben Kitas auf Malle gehabt. Wir haben, wie gesagt, viele Verknüpfungen zwischen SPD und AWO. Das muss man dazu sagen nochmal. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass es nicht die AfD ist, die die Wohlfahrt hier zerschlagen will oder die das Ehrenamt beschädigt. Nein, das waren zum größten Teil, und da muss ich die SPD mal in die Nase fassen, halt ehemalige Mandatsträger der SPD, die hyperaktiv waren, wenn es ums Geld ging, sozusagen. Und genau diese Herren beschädigen das Ehrenamt. Und wenn ich mir so den Fortgang angucke des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, den die AfD übrigens einberufen hat, mit Gegenwind logischerweise, was da so passiert, da sehe ich keinen richtigen Aufklärungswillen auch noch nicht. Und wenn das hier die logische Konsequenz sein soll, dieses Wohlfahrtsfördergesetz aus diesen ganzen Sachen, die hier so im Land gelaufen sind und die noch lange nicht aufgeklärt sind. Also wir haben jetzt wieder bei der AWO Neubrandenburg den nächsten Vorfall. Wir haben wieder neue Vorwürfe, was die AWO Müritz angeht. Man liest das jede Woche quasi in der Zeitung. So, und aus diesem Grund haben wir auch schon in der ersten Lesung diesen Gesetzentwurf mit Bausch und Bogen abgelehnt und werden das auch heute tun, wenn unseren Änderungsanträgen zumindest nicht entsprochen wird. Und das geht los bei Paragraph 3. Da geht es nämlich um die Bezahlung. Und wir wollten, dass nach Maßgabe des TVÖD bezahlt wird und nicht nur in Anlehnung oder Annäherung quasi. Und zwar aus dem Grund, der Verband, der das dann nicht ganz ernst nimmt, sozusagen mit diesem TVÖD oder der Maßgabe und das nur in Anlehnung macht, hat die Möglichkeit, mit weniger Geld mehr Mitarbeiter zu beschäftigen. Das heißt, die Leute verdienen dann am Ende weniger, weil die Mitarbeiterzahl nämlich die neue Maßgabe ist für die neue Verteilung des Geldes an die Spitzenverbände. Das heißt, der Verband, der seine Mitarbeiter am schlechtesten bezahlt, bekommt am meisten Landesgeld. Das können wir so nicht durchgehen lassen, deswegen möchten wir hier eine Änderung haben. Das nächste, was gesagt wird, es gibt genug Kontroll- und Planungsmöglichkeiten und von wegen, wir haben schon kritisiert, dass Sie sich einen schlanken Fuß machen und das machen Sie tatsächlich hier. Sie gießen das auch noch in Gesetzesform, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, wir verlangen rechtswidriges Verhalten. Was so nicht stimmt, das kann so nicht im Raum stehen bleiben. Natürlich kann man Vorgaben in einem Gesetz machen, dass ein Spitzenverband, der übrigens auch meistens, bei den meisten Verbänden, der Antragsteller für seine Unterverbände ist, für die Mittel und auch noch Erstempfänger, dass dieser ein Durchgriffsrecht zu haben hat auf seine Gliederung. Das muss er dann selbst ermöglichen. Nur dann ist er förderfähig. Das kann man hier reinschreiben, wenn man das will, und das ist nicht gesetzeswidrig. Das war höchstens Sand in den Augen, was Sie hier gestreut haben. Klare Regelungen zur Transparenz haben wir ebenfalls gefordert, finden wir hier nicht wieder. Wir haben hier wieder nur die Spitzenverbände, die dann dort Mitglied werden in ihrer Transparenzdatenbank. Wir haben keine Untergliederung drin, wir haben keine Transparenz in die Mittel, die die vielen Kreisgliederungen dort verbrauchen, haben wir nicht drin. Wir haben lediglich die Zahl 25.000 auf die Spitzenverbandsförderung bezogen. Das heißt aber, das Gros in der Wohlfahrt an Geld fließt darunter. Es fließt auf kommunaler Ebene eben auch. Und das muss mit angegeben werden, wenn eine Gliederung Förderung
über 10.000 Euro erhält, egal aus welcher Hand. Dann möchten wir, dass das in der Transparenzdatenbank eben auch erscheint. Dazu kann man die auch verpflichten. Da lassen wir ihre Ausreden auch nicht gelten. Das wäre echte Transparenz. Und natürlich gehören dazu auch die angeschlossenen Unternehmungen, die diese Verbände betreiben mit ihren GmbHs und Beteiligungen etc. Das gehört dazu. Und der Hinweis, ich glaube, den haben wir hier von CDU-Seite gehört das letzte Mal, die sind ja sowieso bilanzpflichtig, das wird doch sowieso alles veröffentlicht. Nein, wir möchten, dass das alles an einem Punkt zusammengefasst wird und auch für jeden Bürger lesbar ist. Nicht jeder Bürger kann Bilanzen lesen, das wissen auch Sie. Das ist schön, wenn man sich dahinter versteckt. Mit Transparenz hat das nicht viel zu tun, meine Damen und Herren. Wir haben Änderungsanträge dazu gestellt, die Linke ebenfalls. In Teilen können wir da mitgehen, was die Linken gerne möchten. Wie gesagt, wir möchten vernünftige Arbeitsbedingungen für die Leute in der Wohlfahrt haben. Wir möchten, dass die Maßgabe des TVÖDs gilt. Das sorgt auch gerade in dem Bereich mit vielen prekären Arbeitsverhältnissen für eine bessere Bezahlung. Das muss man dazu auch sagen. Wir wollen eine echte Kontrollfunktion. Und das, was Sie machen, das ist eben ein Abschieben der Kontroll- und Steuerungsfunktion auf die kommunale Ebene. Da haben Sie sich hier hingestellt und haben gesagt, ja, das macht doch der Haushalt sozusagen. Und es ist ein rein finanzieller Aspekt quasi, wie hier gesteuert wird. Nein, das ist keine Steuerung seitens des Sozialministeriums. Wenn sie die Vorgaben des Parlaments einfach nur umsetzt und guckt, dass die Summen, die wir hier als Parlamentarier beschließen, ausgereicht werden. Das hat mit Steuerung und Kontrolle gar nichts zu tun. Also es war von der Sache her war es ein Offenbarungseid, weil Sie auch noch gesagt haben, nicht mal die Höhe der Finanzierung legen Sie fest, weil das machen ja eben wir, das haben Sie richtig erkannt. Das Sozialministerium hat sich über 20 Jahre einen richtig schlanken Fuß gemacht, muss man sagen. Es gab keine Kontrolle, es gab auch keine Steuerungsfunktion und ich möchte damit mal aufräumen. Steuerung ist nicht, wenn ich den Haushaltsplan erfülle und das Geld einfach verteile danach, nach Gutdünken. Steuerung ist soziale Steuerung und das geht übrigens auch aus unserer Landesverfassung vor, dass wir die Wohlfahrt unterstützen und dass wir sie beteiligen und vor allen Dingen, dass wir selber gucken und vor allen Dingen Sie als Ministerium, wo haben wir weiße Flecken auf der Landkarte, wo fehlen Kitas, wo sind Beratungsengpässe quasi, vielleicht im ländlichen Raum. Sie sagen immer, Sie wollen den ländlichen Raum wieder beleben. Und wenn Sie da was erkennen, dann setzen Sie sich mit den Trägern zusammen und sagen, wir möchten gerne, dass Sie dort aktiv werden. Natürlich finanzieren wir das, das ist unser Landesauftrag. Und wir sorgen dafür, dass die weißen Flecken verschwinden. Dann setzt man sich eben mit der AWO zusammen oder mit dem DRK oder mit wem auch immer. Das wäre Steuerung, das ist soziale Steuerung. Soziale Steuerung, alles andere ist finanzielle Steuerung, das macht der Haushalt. Das machen wir hier im Parlament. Wie gesagt, viel gesagt, wenig getan, ganz viel Verantwortung jetzt zusätzlich auch noch abgeschoben. Ich würde mal sagen, die Spitzenverbände dahingehend auch noch gestärkt sozusagen. Rechtssicherheit haben sie zumindest in einem Punkt geschaffen, dass es nicht mehr nach dem alten Maßstab geht mit der Förderung, der ja auch rechtsunsicher war, wo ja nicht mal Mittel zurückgefordert werden konnten damals. Das hat ja auch der Landesrechnungshof bemängelt, dass die Mittelvergaben rechtswidrig gewesen seien, fast für den gesamten Zeitraum. Herr Schulte hat eine andere Ansicht, aber die Aussage steht so im Protokoll vom Landesrechnungshof. Also, all das, was wir hier gehört haben, die ganzen Vorwürfe, die im Raum liegen, daran ändert dieser Gesetzesentwurf nichts. Das kann dieser Gesetzesentwurf nicht verhindern. Und wenn derselbe Aktionismus mal angewandt wird, wie jetzt bei dem Attentäter in Halle zum Beispiel, indem man pauschal alle Sportschützen, Jäger oder sonst irgendwie in Mithaftung genommen, die nicht mal im Ansatz etwas damit zu tun haben, weil die nämlich zum Beispiel mit legalen Waffen unterwegs sind, wobei wir doch wissen, dass terroristische Anschläge nur mit illegalen Waffen gemacht werden. Da geht übertriebener Aktionismus, weil es vermeintlich gegen rechts ist, aber auch da haben sie sich selbst geschnitten, dem ist nicht so. Aber da sieht man, was sie sonst möglich machen könnten. Und wenn ich mir dann dieses Papier angucke, dann sollten Sie sich quasi schämen, meine Damen und Herren. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank.